Dann geht es also weiter mit der Auswahl des Betreuers. Was meines Erachtens neu ist, was ich so jedenfalls noch nicht kannte, ist, dass also Ehrenamtler, die keine Angehörigen sind, also die keinen Bezug zu der Familie des Betreuten haben, also nur noch dann bestellt werden sollen, wenn sie eine Anbindung an einen Betreuungsverein haben. Ja, das muss ich sagen, also finde ich sehr gut. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es da bisher auch schon eine Regelung gab. Ich glaube aber nicht. Zwar waren die Betreuungsvereine bisher auch in der Querschnittsaufgabe auch für die für das Mentoring der Ehrenamtler zuständig, haben aber aufgrund von Kapazitätsengpässen die Aufgabe nicht unbedingt immer so gut wahrgenommen. Ich kenne zumindest also viele Ehrenamtler, auch hier auf dem Kanal, die sagen, also wir haben da gar keine Unterstützung vom Betreuungsverein oder wir wissen eigentlich gar nicht, wo wir uns hinwenden können. Und das ist jetzt hiermit also ja nochmal gesetzlich festgesetzt worden.